Willkommen aus München. Hier haben wir eine brandneue Kamera von Ricoh in der schon zweiten Generation auf dem Kopf gehalten kurz. Die kann man wunderbar dafür benutzen, um wirklich interessante Bilder zu machen. Nicht nur zu Hause und unterwegs, sondern vor allem, ich finde, auf Konzerten und in großen Menschenmengen ist es lustig, eine 360-Grad-Kamera einfach dabei zu haben. 360-Grad-Kamera klingt jetzt ein bisschen crazy. Ihr kennt diese Bilder, die man hochschmeißt und dann machen sie so vielleicht ein 360-Grad-Bild hier. Das gleiche Konzept gibt es, wie gesagt, schon seit ein bisschen länger von Ricoh mit wirklich einer genialen Lösung hier, die ich euch gleich zeige in der zweiten Generation und vielleicht bald auch schon ein neues Modell dann demnächst auf der IFA. Wir sehen können, Verpackung relativ hochwertig und schlicht trotzdem noch gehalten. Wenn ich das Ganze hier aufmache, finde ich schon mal gleich die Kamera, die wirklich putzig klein ist. Passt wunderbar in so Hosentasche. Aber was ist noch hier drin? Einmal hier so einen Bereich zum Rausnehmen. Und ich lasse dann hier erstmal rausgleiten und dann sehen wir schon, es ist noch ein bisschen was hier zum Anschauen in der Verpackung drin. Zum einen eine Quick Start Guide, wie man die Kamera am besten benutzt. Dann auch noch eine Hülle, die ist so leicht ausgepolstert. Aber hier könnten wir die Kamera nicht nur einfach reintun, sondern vor allem auch an unseren Gürtel dran machen oder so. Kann auch praktisch sein, wie gesagt, wenn man unterwegs ist, hat man sie mal griffbereit neben dem Smartphone. Denn hier so eine Kamera ist ganz besonders für Aufnahmen. Dann haben wir noch ein Micro-USB-Kabel, auch nicht so spannend. Diesen dicken Teil könnte man eigentlich ruhig weglassen, aber naja, auch in so grau-weiß gehalten. Und dann kommen wir zum spannendsten Teil, natürlich die Kamera selbst. Gibt es in verschiedenen Farben, das habt ihr auf der Verpackung hier, glaube ich, schon gesehen. Und zwar, wie ihr sehen könnt, in Silber, Rot, Gelb oder Blau. Also RGB-Farben plus Weiß. Also das ist jetzt die Silber-Weiß-Version. Hier an der Seite, wie ihr gesehen könnt, überall Silber. Ist kein Metall, das ist nur so angemaltes Plastik. Dann haben wir oben sogar noch, ich würde sagen, Mikrofone oder Lautsprecher 2. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was das hier sein soll mit den 6 Löchern hier. Aber ihr könnt schon sehen, das Prinzip ist, wir haben auf beiden Seiten Ultra-Weitwinkelkameras, kein Display auf dem Gerät selbst, denn wir müssen hier ein Netzwerk erstellen, wo wir dann über das Smartphone dann das Ergebnis sehen können, auf einem schönen, großen, scharfen Display. Jeder hat ja sowieso normal ein Smartphone dabei. Hier machen wir das Ganze an und dann müsste auch die LED hier angehen, wenn denn Akku drin ist. Scheinbar nicht, also muss ich mal hier kurz unten schauen, denn hier könnte man das Ganze noch im Stativ, vor allem ein Selfie-Stick noch drauf machen und dann noch ein Micro-USB natürlich Anschluss zum Aufladen. Deswegen haben wir das Kabel hier mit dabei. Hier könnt ihr sehen, da kommt dann entsprechend der Strom rein und man kann natürlich auch die Daten auf dem PC mit dem Kabel ganz einfach übertragen. Also wir haben grundsätzlich nur 2 Knöpfe und einen Knopf natürlich zum Auslösen. Hier entsprechend auch mit einer LED dran. Und das war es hier eigentlich sozusagen auch schon von dem Unboxing. Es war nicht allzu viel in der Verpackung drin. Die App dazu gibt es natürlich kostenlos und Preise und weiteres findet ihr natürlich im Link unten zu Amazon.